Ihre katholische Akademie. Sie ist Professorin für europäische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie ist auch Mitglied des Zentralkomitees. Und wir zusammen sind auch im Forum 1, wo es um Macht und um Fragen geht, wie man religiöser Macht, eben auch sakraler Macht innerhalb der katholischen Kirche, wie man da Mechanismen der Machtkontrolle, Instrumente und auch Gegenvorschläge machen kann. Vielleicht nur noch mal zur Klärung einfach auch der Begriffe, weil Herr Zaborowski so einfach und locker von der Spätmoderne und der postsäkularen Zeit gesprochen hat, was gar nicht auf allen so klar ist, worüber wir da genau reden. Also gerade weil die Spätmoderne eben ein Begriff ist, der im Grunde genommen so richtig erst mit der Zeit um 1970 beginnt und etwas ist, was auch von Soziologen, auch gerade dem Soziologen Andreas Reckwitz, bezeichnet wird als eine Zeit, in der es zu einem Paradigmawechsel kommt, von einer Abkehr der Logik des Allgemeinen hin zum Besonderen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn wir nachher nach allgemeinen Fragen oder der allgemeinen Fragen, wie eigentlich unsere Religiosität heute aufgestellt ist, weil wir eben nicht mehr zu denjenigen gehören, wenn man dieser Grammatik folgt, nicht mehr zu denjenigen gehören, die sein wollen wie alle anderen, sondern die etwas Besonderes sein wollen. Und in dieser Zeit ereignet sich nun etwas wie die Wiederkehr der Götter, also Rückkehr des Religiösen, die postsäkulare Zeit. Das heißt aber eben auch, und das wäre meine erste, sozusagen der nächste wichtige Punkt, also neben erstens der Begriffsklärung, der zweite Punkt eben, wann ist eigentlich überhaupt das Zeitalter des Säkularen? Dass wir uns einfach nur verdeutlichen, meine These ist, die ist wirklich sehr, sehr kurz, wenn es sie überhaupt gegeben hat, diese Zeit des Säkularen. Denn natürlich, und das ist eben dieses Stichwort der Ohnmacht, was Herr Zaborowski aufgemacht hat, die Ohnmacht, die zurückführt auf das 19. Jahrhundert, in der eben Nietzsche sagte, Gott ist tot und andere auch. Und da würde ich als Historikerin wieder sagen, ja, aber welche Breitenwirkung haben eigentlich diese Philosophen? Und feststellen, dass in der Gesellschaft das doch wieder ganz anders aussah. Also sprich, wenn man das aus der Perspektive so einer breiten wirksamen Katholizismus sieht, dann sieht man gar keine so große Hinterfragung, sondern es ist gerade in dieser Zeit ein Religious Revival. Wir haben die These vom zweiten konfessionellen Zeitalter. Also es ist gerade eine Blütezeit des Katholizismus. Und diese Blütezeit geht dann eigentlich bis in das 20. Jahrhundert. Und ich mache das jetzt ganz kurz, weil man könnte über die Zäsuren sprechen. Und Herr Zaborowski hat auch die Problematik erwähnt, kann man eigentlich nach Auschwitz noch von Gott sprechen? Liegt nahe, diese Frage. Tatsächlich muss man beobachten, unmittelbar nach Auschwitz hat es den Katholizismus nicht beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil, Ende der 40er Jahre, in den 50er Jahren kam es zu einer neuen Blüte. Das Katholizismus, die katholische Kirche sah sich als eine, wie es so schön hieß, eine Siegerin in Trümmern. Also auch da eigentlich wirklich kein Indiz für eine wirklich säkulare Zeit. Und der eigentliche Einbruch, muss man sagen, passiert dann in den 60ern. Das ist mir deshalb wichtig, weil wir da die Parallele haben mit der Krise, die wir aktuell haben. Es kommt also zu einer Überlagerung von verschiedenen Krisensituationen. Einerseits eben dem, was wir allgemein unter dem Phänomen 68 verstehen. Und dann kommt es das, was ich als das katholische 68 bezeichnen würde, nämlich eigentlich die Krise im Umfeld der Pillenenzyklika Humane Vitae, die das Selbstverständnis katholischer Familien hinterfragt und vor allem jetzt wieder blinden Gehorsam einfordert, wo doch die Katholiken auch in Deutschland also gelernt hatten oder eben auch die Katholiken in Deutschland, dass eben der blinde Gehorsam in den NS führt. Und da kamen die Bischöfe im Grunde genommen auf eine Idee, wie sie heute auch hatten, eben letztlich eine Art eine Kompromissformel zum einen und das Ventilieren hin in eine Synode, eben die Würzburger Synode zum anderen und wo man über die gleichen Dinge debattiert hat, wie wir heute debattieren, nur etwas ist neu, das ist der Missbrauch. Dabei hätte man damals auch Gelegenheit gehabt, darüber zu reden, weil nach unseren Untersuchungen weiß man, dass der Missbrauch damals vonstatten ging. Damit sind wir aber mit dem Missbrauch bei dem Thema der Übermacht, wie Herr Zaborowski erwähnt hat, die Übermacht Gottes, die religiös begründete Gewalt. Und diese Gewalt manifestiert sich in zwei Formen, unter anderem, also viele andere mehr. Das eine ist eben in der Allianz mit der Politik. Das sehen wir bei der Inquisition, das haben wir in der Geschichte gesehen, auch im Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel, wo die katholische Kirche so etwas
wird wie eine Mittäterorganisation. Und wir haben das in dem Hineinwirken in das Individuelle, in das eben das Verdeckte, in das der Öffentlichkeit Verschlossene durch die bestimmten Täterorte, nämlich eben den Beichtstuhl oder eben das Bett im Pfarramt. Und damit sind wir bei den Geistlichen und bei dem Geistlichen und auch dem sexuellen Missbrauch. Und eine Tagung, die sich auch dem synodalen Weg widmet, kommt nicht umhin, immer wieder über diese Gewalterfahrung auch zu sprechen. Und das Problem ist, dass in diesem Fall diese Täter den Kindern immer wieder zugesichert haben, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass Gott das Ganze will. Und damit haben wir das Problem, dass eben Gott hier wirklich auch zu einer Art Täterkomplizen wird. Und das wirft nochmal neue Fragen auf, mit Blick auch auf das Gottesbild in dieser Ausübung von Gewalt. Und damit sind wir bei der aktuellen Krise. Und diese aktuelle Krise, das wäre sozusagen das nächste Stichwort, ist eben diese Authentizitätskrise, die wiederum wie in der 68er-Krise sich überlappt durch verschiedene Krisen, diese Reformkrise, durch die Missbrauchskrise und die Corona-Krise, die Herr Zaborowski ja auch als Fehl Gottes nochmal geschildert hat, als wo Gott irgendwo eben doch auch fehlt. Und diese Kulmination von Krisen führt jetzt dazu, dass Tausende verschwinden. Und das kommt jetzt zu meinem letzten Punkt. Schwinden, soll auch Gott verschwinden? Unter dem Stichwort diskutieren wir heute. Und da würde ich eher sagen, ja, aber was heißt eigentlich, welcher Gott soll verschwinden? Welches Gottesbild soll verschwinden? Und Herr Zaborowski hat ja auch deutlich gemacht, wir müssen uns über die verschiedenen Gottesbilder verständigen. Und es bleiben da eben allerlei Fragen und es bleibt aber vor allem, und deshalb wird das jetzt doch ein versöhnlicher Ausklang, tatsächlich bleibt dort eine Sehnsucht. Die Spätmoderne ist eben auch eine Zeit neuer Affektorientierung, eine neue Affektorientierung, einer neuen Suche nach Authentizität. Und wenn wir in der Krise uns fragen, was eigentlich das eigentliche Spezifische an dem Christentum, dann kommen wir genau zu den Phänomenen einerseits dessen, was man Liebe bezeichnet, das hat Herr Zaborowski ja auch ausgeführt, und andererseits, was man Spiritualität nennt. Und das eine ist sozusagen das immanente Erfahren auch von Gott in der Beziehung zu unseren Nächsten, und das andere ist eben das transzendente Erfahren Gottes in der spirituellen, authentischen Erfahrung. Und für beide Situationen ist eigentlich diese Spätmoderne in besonderer Weise geeignet. Und deshalb glaube ich, dass hier ein besonderes Potenzial ist, dass eben so etwas wie dass die Liebe zum einen und die spirituelle Erfahrung zum anderen etwas ist, was die Jahrhunderte über hindurch diese Kirche getragen haben und im Zweifelsfall auch ihr Zukunftspotenzial darstellen, wenn eben auch nicht mehr so wie in der Massenformation des 19. Jahrhunderts, sondern eben in individuellen Erfahrungen oder eben gruppenspezifischen Gruppenerlebnissen.